Lang wird's nicht mehr dauern, bis es mich auch wieder erwischt. Dieser Gedanke kommt vielen bekannt vor. Verkühlung, Vitaminmangel, Müdigkeit, dagegen kann man gleich etwas unternehmen. Es gibt viele Möglichkeiten, den Körper natürlich zu stärken. Und Profis, die sich damit auskennen. Es gibt eine riesige Auswahl an Produkten. Der Verbraucher, wenn er kein Fachspezialist ist, tut sich extremst schwer, sein richtiges Produkt, was für ihn individuell passt, selber rauszufinden. Außerdem muss man aufpassen, so Vertriebswege, wie ich sag, auch im Internet. Ist überhaupt das drinnen? Wie wird das kontrolliert? Wer kontrolliert die Produkte? Und was ist wirklich sinnvoll, sollte in einem persönlichen Beratungsgespräch definiert werden. Dafür gibt's gut geschultes Personal. Man sollte sich in Sachen Vitamine, Spurenelemente oder Mineralien nicht auf sich selbst verlassen. Der Drogistenberuf ist seit, ja, kann man sagen, Jahrhunderten dazu prädestiniert, mit natürlichen Heilmitteln zu arbeiten. Da ist Erfahrung da, da ist Know-how da und man verknüpft da das Wissen mit der modernen Medizin genauso. Tropfen, Kapseln, Elixiere. Klar ist, bei kleineren Beschwerden muss es nicht immer gleich ein starkes Medikament sein. Früher hat man gesagt, ein Hausmittel. Unter der Definition geht es rechtlich nicht, deswegen heißt es oft jetzt Nahrungsergänzungsmittel. So typische Sachen können da sein. Ein Hustensaft mit einem Spitzwegerich-Extrakt ist auch rechtlich ein Nahrungsergänzungsmittel. Oder so Echinacea-Tropfen, Vitamin-C-Lutschtabletten. In dem Bereich also sind wir da sicher richtig auch in der jetzigen Zeit. Also dem nächsten Schnupfenangriff keine Chance geben. In der Drogerie kann man sich mit natürlichen Waffen ausstatten lassen. Diesen Fachhandelstipp widmeten Ihnen die oberösterreichischen Drogerien.